Hallo zusammen, ich bin Böse Gummibaum und ich werde morgen wieder live streamen. Morgen ist Samstag, der 29. Juni. Wir werden um 4 Uhr anfangen drüben auf www.twitch.tv/böser-gummibaum. Und zwar werden wir nicht Battle Brothers machen diesmal, sondern wir werden Civ 6 mit der Smoother Difficulty Mod spielen. Die Smoother Difficulty Mod, wenn wir hier kurz mal rüber wechseln, in den Post hier. Macht es so, dass die KI am Anfang keine Anfangssiedler und anfangs extra Handwerker bekommt. Ein paar Militäreinheiten schon. Aber dafür einen wesentlich größeren Bonus auf Wissenschaft und Kultur. So wie Gold und Produktion. Ein bisschen einen größeren Combat-Bonus ebenfalls. Und dieser Bonus wird auch noch jedes Zeitalter größer. Sieht man hier Per Era Science and Culture Bonus, das heißt ab der zweiten ist es dann 78 und so weiter und so fort. Wenn man das vergleicht hier mit dem Difficulty Level normalerweise, sieht man, dass auf Gottheit kriegt sie für Science, Culture und Faith 32%, während bei der Smoother Difficulty auf Gottheit 72%, also ein doch relativ riesiger Unterschied. Produktion und Gold kriegt sie hier plus 80%, bei der Smoother Difficulty kriegt sie 100%. Combat Bonus kriegt sie bei der Smoother Difficulty 5 statt den 4 bei normal. Dafür eben wie gesagt keine extra Siedler und keine extra Bilder. Wir kriegen nochmal ein 10% Production Penalty und wie gesagt, das alles wird noch um 6%, also nicht das alles, aber der Science und Culture Bonus wird nochmal um 6% höher pro Ära. Wir werden deswegen auch auf Gottheit spielen zuerst mal, also in der Smoother Difficulty Mod. Und nicht Omniscient, weil da gibt es nochmal dann noch eine Stufe drüber sozusagen. Aber ich muss mich, glaube ich, zuerst daran gewöhnen, wie das hier genau ist. Ich weiß noch nicht, mit wem wir spielen. Ich weiß auch nicht, auf welche Karte wir spielen. Da bin ich auch offen für entweder Vorschläge in den Comments oder dann im Twitch-Chat selber. Ich habe auch schon getestet, dass das Ganze funktioniert mit Gathering Storm jetzt im neuen Update. Also zumindest konnte ich starten und ich habe auch die erste Ziff getroffen und die hatte auch tatsächlich das, was sie haben sollte. Das heißt, ja. Das werden wir machen. Morgen um 4 Uhr, wenn dieses Video rauskommt. Ich freue mich über jeden, der vorbeischaut. Bis dann.